Eine Parodontitis-Behandlung ist ein wichtiger Schritt zur Gesundung des Zahnfleisches und der Zähne. Doch wie wäre oft der Genesungsprozess nach einer solchen Behandlung? In diesem Video werden wir genauer auf die verschiedenen Phasen der Genesung eingehen und Tipps geben, wie man diesen Prozess optimal unterste ein Viertel ziehen kann. 1. Die erste Phase der Genesung beginnt unmittelbar nach der Parodontitis-Behandlung. In dieser Phase kann es zu leichten Schmerzen und Schwellungen kommen, die jedoch mit Schmerzmitteln und eventuell auch mit K1/4-Lendenmaßnahmen gelindert werden können. Auch kann es in dieser Phase zu leichten Blutungen beim Zahnputzen kommen, was jedoch normal ist und sich nach einigen Tagen von selbst widerlegen wird. 2. Die zweite Phase der Genesung umfasst die Zeit nach der Behandlung, in der das Zahnfleisch sich langsam regeneriert. Es ist wichtig, in dieser Phase besonders auf eine gute Mundhygiene zu achten, um das Risiko von erneuten N1/4-Lendungen zu minimieren. Dazu gehört neben dem regelmäßigen Zähneputzen auch die Verwendung von Zahnseide und Mundspar-Einviertelung, um auch die Zwischenraum-EGA-Einviertelendlich zu reinigen. 3. Die dritte Phase der Genesung setzt ein, wenn das Zahnfleisch komplett ausgeheilt ist und sich wieder fest an den Zähnen anliegt. In dieser Phase ist es wichtig, regelmäßige Kontrolltermine beim Zahnarzt wahrzunehmen, um sicherzustellen, dass sich keine neuen N1/4-Lendungen entwickeln. Auch kann es sinnvoll sein, in regelmäßigen Abständen eine professionelle Zahnreinigung durch Vereinviertelherren zu lassen, um hartnäckige Belege zu entfernen und das Risiko von erneuten N1/4-Lendungen zu minimieren. 4. Neben der rein medizinischen Behandlung spielt auch die persönliche Lebensweise eine wichtige Rolle im Genesungsprozess nach einer Parodontitis-Behandlung. Eine gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und der Verzicht auf Rauchen kann Ihnen dazu beitragen, dass das Zahnfleisch gesund bleibt und sich gut regenerieren kann. Auch Stress kann sich negativ auf die Gesundheit des Zahnfleisches auswirken, weshalb es wichtig ist, auch auf eine gute Stressbewältigung zu achten. 5. Abschließend ist es wichtig zu betonen, dass die Genesung nach einer Parodontitis-Behandlung ein individueller Prozess ist, der von verschiedenen Faktoren abhängt. Jeder Patient reagiert unterschiedlich auf die Behandlung und auch der Heilungsverlauf kann variieren. Es ist daher wichtig, geduldig zu sein und den Empfehlungen des Zahnarztes zu folgen, um eine erfolgreiche Genesung zu gewährleisten. Insgesamt ist die Genesung nach einer Parodontitis-Behandlung ein wichtiger Prozess, der die Gesundheit des Zahnfleisches und der Zähne wiederherstellt. Mit der richtigen Pflege und unterster Einviertelzung kann dieser Prozess erfolgreich verlaufen und das Risiko von erneuten N1/4-Lendungen minimiert werden. Es lohnt sich daher, Zeit und Mindviertelhe in die Genesung zu investieren, um die langfristige Gesundheit des Mundraums zu gewährleisten.